Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Ich habe nicht herausgefunden, wie man die Mine leert, aber es ist mir jetzt auch egal. Du landest mal kurz hier. Ich möchte gerne dich mal ausquetschen. Vielleicht hast du was Neues für mich. Hallo, Arco, Meteoriten haben die Maispflanzen auf meinem Planeten verbrannt. Und die Nachfrage nach Popcorn auf Q ist in die Höhe geschnellt. Ich brauche also jede Menge Mais. Ich helfe dir. Das freut mich, aber mit dieser einfachen Hacke wird es lange dauern. Ich bringe dir bei, wie du eine bessere herstellen kannst. Außerdem werde ich meine Felder ausbessern, damit ich mehr ernten kann. Hacke. Neue Mission Mais. Aber ich habe doch kein Mais. Hast du Mais? Weizen brauche ich erstmal. Immer drei. Verkaufen will ich nichts. Heidelbeer haben wir hier ohne Ende. Ja. Nein. Okay. So viel dazu. Hier wächst ja noch alles fröhlich, ne? Gut, ich möchte gerne gucken, was für Aufträge wir noch haben. Was zur Hölle ist das hier mit 52%? Und Riesenkürbis. Ja, keine Ahnung, wenn sie das nächste Mal. Ich lade sie hier einfach nur ein paar Mal ein. Oder wir rufen sie gleich einfach mal. Wenn der Typ weg ist. Ich kann es natürlich nicht machen, solange der Typ da ist. So, und ich habe eine Idee mit dem Riesenkürbis. So. Schmiede. Metall, ey. Leck mich mit deinem scheiß Metall, ey. Kackmetall. Ich will kein Metall mehr ernten. Ist mir zu nervig. Aber wir haben jetzt gerade ein bisschen Zeit. Deswegen kann ich ja mal. So, jetzt ist er weg, ne? So, wir schauen mal. Sehr schön. Das hat schon mal funktioniert. So, sehen wir den Mond hier irgendwo? Nein. Warum nicht? 52%. Dann gehen wir einmal kurz schlafen. Wir haben eh das Level up. Und dann gucken wir mal. Beweglichkeit. Da gehen wir ein bisschen auf Beweglichkeit, hatten wir noch gar nicht. Wer zur Hölle ist das? Ab in die Mine. Ah. Sieht das jetzt eigenständig entfernt? Essen wir erstmal ganz kurz zum Küchlein. Zack. Okay, es hat sich nicht entfernt, aber wieso steht da ab in die Mine? Sind die Ressourcen wieder da? Gut, wie ich das Zeug wegkriege, weiß ich allerdings nicht. Ich werde das mal abwarten. Vielleicht werden wir es irgendwann herausfinden. Vielleicht fehlt uns noch ein Gebäude dafür. Wer weiß. Kann man nicht wissen. Oh, wir haben Mais. Okay. Aber den hier lasse ich noch offen. Wir gucken. Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz schlafen. Ne? 52%. Keine Ahnung, was die mit dem jetzt sagen will. Vielleicht ist das der Fortschritt, den wir haben, bis sie halt da ist. Okay, da ist Le Monde. Geht er gerade runter oder hoch? Er geht hoch, perfekt. Solange nutzen wir mal die Zeit. Hier geht es ja viel um Perspektive bei dem Spiel, ne? Wenn wir einfach, keine Ahnung, den Mond sehen von hier aus. Einfach nur ansehen. Vielleicht wirkt das ja. Ich bin verzweifelt. Ich bin einfach verzweifelt, Leute. Was soll ich sagen? Aber solange wir warten, kann ich noch mal ein bisschen Metall organisieren. Oder es versuchen zumindest. Was? Nein! Jetzt wird's hell. Ich dreh durch. Ich bin hier.
Was soll denn das? Dann gehe ich halt wieder schlafen. Bis es dunkel ist. Ist mir egal. Der Typ kommt als nächstes. Der will seinen Scheiß haben. War das der? Ja. Nein. Ein anderer, glaube ich. Hungrig. Erster Mond. So. Hat funktioniert. Habe ich noch Wasser im Brunnen? Ja. Es war, wie ich es mir gedacht habe, Perspektive. Entwickler sind alles Arschlöcher. Habe ich schon immer gesagt. Und jetzt wisst ihr auch warum. So. Bären. Ich habe nämlich einen Bärenhunger. Schlechter Witz, ich weiß. Haben wir es aber gerade noch rechtzeitig geschafft. Es hat echt alles. Der Mond steht auch jeden Tag anders. Oder ist das die Sonne? Nächster Mond. Okay, spulen wir weiter vor. So, dann hat der Typ gleich endlich seinen Riesenkürbis. Ach, Mrs. Trulla ist wieder da. Lassen Sie mal kurz landen, gucken mal. 52. Ich check's nicht mit diesen Prozenten bei ihr. Wir haben ja nicht mal eine Quest von ihr. Ich glaube, wir gehen auf jeden Fall gleich in die Minen, wenn sie weg ist. Na, hast du was für mich? Das war so, wieder klar, wieder klar. So, gib mir das Kürbis. So. Okay, dann brauchen wir Weizen. Und können eigentlich schon Richtung Minen gehen, ne? Ich meine, solange wir warten, können wir ja immer noch Steine kloppen. Ich nur wüsste, wie wir die Steine da wegkriegen. Ich wüsste halt ehrlich gesagt nicht wie. Mit der Perspektive, indem wir die Erde nach unten tun und das fallen lassen. Ja, hier ist alles respawned. Aber im Endeffekt bringt mir das auch eigentlich nichts. Ich kann diese Kristalle ernten, ja, das ist schön und gut, ne? Frage ist nur, wozu brauche ich die? I don't know. Gut, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis Hans-Dieter wieder da ist, ne? Eigentlich recht easy. Stimmt, und Stroh. Wie kommen wir an Stroh ran? Fällt mir ehrlich gesagt nichts zu ein. Aber gut, dann kloppe ich halt wieder ein bisschen Steine, bis der Typ kommt. So, und schon können wir die Hacke verbessern. Falls uns nicht Holz fehlt. Nein, alles gut. Der bisere Hagi, Alter. Aber trotzdem kommen wir immer noch nicht wirklich schnell an Metall ran, ne? Ist fraglich. Ist einfach alles fraglich. Komm, angeln wir mal ein bisschen. Mal wieder ein paar Fischis an Land ziehen hier. Ups. Ja, gut, schon verkackt. Geil. Zwei Fische ist anscheinend das Maximum hier. Seebarsch. Oh, ach so, ah. Ich muss gar nicht sofort drauf drücken. Ups. Da habe ich mich verklickt. Okay. Hilfe! Was zum Teufel?
Die Gummichten sind eingeschlagen, jetzt verbrennt bestimmt irgendwas. Ach, leck mich doch. Selbst da ändern sich die Buchstaben. Kein Köder mehr. Oh, die sind hier gefallen. Oh, Glück gehabt, nichts zertrümmert. Keine Ahnung. Ich sehe keine Samen. Vielleicht hier irgendwas, ja. Riesenkürbis. Na schön. Können wir eigentlich kurz nach Hause gehen und uns Essen machen, ne? Da geht schon viel schneller. So, ich bin zu müde, ey. Ich könnte den Typen umbringen. Ich hasse ihn so sehr dafür. Ja, ja, ja. Ja, ich mach gleich schon was zu essen. Warte ab. Ja, wir kümmern uns gleich drum. Ich brauche erstmal Essen. Oh, Pilze. Oh, 100 Schaden mache ich an denen. Hier gibt aber nichts drauf. Und geben mir Pilze, ja, aber klar. Da bin ich wohl ein bisschen zu überlevelt für euch, Leute. Hihihi. So. Nahrung. Essen. Hä? Erstmal Öl. Schönes Sonnenblumenöl. Dann machen wir uns 5 Pinienkerne kostet das. Ah, ich habe mehr als genug. So, und ein Brot können wir uns auch noch machen. Und da fehlt schon ein Getreide. Der Croissant. Ah, knappe Hälfte, ne? Brot. Ja, ist das. Mach ich doch lieber Brot, anstatt die ganzen Pinienkerne aufzubrauchen. Wenn das Brot so viel billiger ist. So, 2 Pflänzchen sind fertig. Dann ernten wir das. Wie viel haben wir von ihm gebraucht? Immer noch 52%. 6. Gut, dann Mais. Und hier die Sonnenblume. Ich habe kein Wasser mehr, ne? Okay, ein bisschen Wasser habe ich noch. Wann regnet es denn endlich mal wieder? So. Zack. Solange wir das Wasser gießen, kann der eigentlich schon landen, ne? So, Dude, ich hab deinen Scheiß. Hier ist der Kürbis. Gut, jetzt haben wir alle Zutaten. Jetzt müssen wir den Zaubertrank nur noch einen Namen geben. Schauen wir mal. Was bewirkt er? Riesengröße. Jeder, der diesen Zaubertrank trinkt, wird so groß wie ein Berg. Ich hab's. Benennen wir ihn nach der fiktiven Figur aus dieser einen Geschichte. Gulliver? Ja, das klingt gut. Der Trank wird sich auf dem Zaubermarkt gut verkaufen. Hier, du hast dir eine Probe verdient. Gulliver Trank. Ich denke nun schon einige Zeit darüber nach. Immer wenn ich mit dir rede, in diesem Umhang siehst du aus wie ein Prinz. Ein Prinz? Kennst du die Geschichte der Prinzen nicht? Die Prinzen waren ganz besondere Menschen und sie trugen solche Umhänge. Kann sich ja nicht jeder so einen Umhang umhängen, ne? Aber das Wichtigste ist, dass sie mit Hilfe ihrer Kristallherzen Magie steuern könnten. Und du denkst, dass ich ein Prinz sein könnte? Ja? Es ist ziemlich unwahrscheinlich, aber wir können es herausfinden. Wie? Versuche einen Zauberspruch mit einem Magiestab auszusprechen. Ich zeige dir, wie man einen herstellt. Du wirst allerdings etwas Kristall brauchen. Ich habe mehr als genug. So, machen wir den mal fix.
Metall. So, hast du noch irgendwas Wichtiges, was ich gebrauchen könnte? Hier. So. Stab. Okay, nun haben wir einen Zauberstab. Was kann der? Zaubern. Ich kenne keine Zaubersprüche. Hier, ich habe einen Stab. Gut gemacht. Denke jetzt an Feuer, an Flammen, an Licht. Feuer ist das erste Element. Konzentriere dich und feuer eine Flamme auf, mit deinem Stab ab. Feuer! Nichts passiert. Du bist kein Prinz, junger Mann. Manchmal halten wir uns für wichtiger, als wir sind. Aber keine Sorge, Zaubertränke helfen dir, wie jemand ganz Besonderes auszusehen. Ich habe im Moment keine Aufträge. Sprich, okay. Beim nächsten Besuch halt. Na toll, jetzt habe ich mir einen Zauberstab hergestellt für den Arsch oder was? Geilo. Einfach geilo. Hey, stellen wir uns ein Item her und finden dann heraus, hey, können wir gar nicht gebrauchen. Einfach utopisch. So. Stroh. Also ich muss nur noch rausfinden, wie man Stroh bekommt. Habe ich hier irgendwo vielleicht noch Wasser drin? Ja. So. Ich weiß nicht, in welchem Rhythmus die kommen. Vielleicht 5-Minuten-Rhythmus oder so. Wer weiß das schon. Okay. Muss ich beim nächsten Mal warten und... Ah, hier ist auch noch Wasser drin, ne? Ja, dann passt das schon. Und dann können wir den nächsten Auftrag mit dem Mais beenden. Wir haben jetzt einen Auftrag beendet, ne? 250%. Was zur Hölle bedeutet das? Alle Aufträge? Das kann sein, ne? Das kann sein. Alle Aufträge zusammen. Von dieser Person. So, was der Scheiß soll, das weiß ich immer noch nicht. Gib mir die Macht. Offensichtlich nicht. Was? Na gut, aber offensichtlich werden wir diese Dinger für den Stab brauchen, weswegen wir die auf jeden Fall einsammeln werden. Wo sind die jetzt hin? Ach, da hinten. Die Mine ist immer noch voll. Keine Ahnung. Yay! Gullivertrank. Dann trinke ich den gleich und gucke, ob ich damit vielleicht den Wagen benutzen kann. Okay, wir sind riesig. Bringt tut uns das nichts. Wir haben unseren Umhang verloren. Warum auch immer. Oh. Der helle Wahnsinn. Okay, wir haben uns den Trank in die Nase reingezogen. Es hat nichts gebracht. Cool. So, meist ist gleich fertig. Jetzt müsste auch der Tölpel langsam wiederkommen, ne? Was können wir eigentlich noch bauen, um unseren Fortschritt weiter voranzutreiben? Riesenkürbis 2. Vielleicht brauchen wir andere Tränke? Oh, was? Ich kann den nicht kontrollieren. Was ist hier los?
Ho! Verschwinde! Aha, wer hat hier das Sagen? Das ist doch der Typ, mit dem ich Armdrücken mache. Das ist doch freundlich. Ich bin Arko, der erste Bewohner von Dailan. Verschwinde von meinem Planeten. Du hast einen Zauberspruch gelernt, Feuer. Verwende den Stab, um mit, Stimme weg, oh Gott. Um mit einem Feuerzauber auf das Piratenschiff zu feuern. Okay. Für so eigentlich nett. Ich habe mit ihm Armdrücken gemacht. Was war das? Keine Ahnung, na, offensichtlich nichts. Du sagtest doch, dass hier nur ein schwächliches Kind lebt. Lass uns kämpfen, Kleiner. Besiege den Goliath-Piraten, okay. Was ist das hier, so ein bisschen Final Fantasy oder was? Ich habe den Baum abgefackelt. Geil! Mist, du bist viel stärker, als mir gesagt wurde. Herr Brumm, bist du sicher, dass das der Planet ist, von dem du erzählt hast? Auf jeden Fall, das ist er. Und jetzt lass mich bitte frei. Okay, ich bringe dich zurück zu deinem Raumschiff und lasse dich frei. Aber zuerst will ich mit diesem interessanten Jungen reden. Ich bin Goliath. Echt Goliath? Nachdem wir den Gulliver trank? Ist das so eine Anspielung? Ist das ganze Spiel eine Anspielung an David und Goliath und an Dinge wie Gullivers Reisen und so, weil kleiner Planet? Navigator der Sternennebel und Weltraumpirat. Ich esse sehr gerne, man könnte sogar sagen, ich liebe es zu essen. Für einen leckeren Happen würde ich jeden Planeten betreten. Unser gemeinsamer Freund Bram, der Koch, erzählte mir von einem kleinen Planeten und einem Kind mit guten Kochkünsten. Als ich den Deichsteinpilz probierte, konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich musste Bram entführen, einladen, mich herzubringen. Ich will diese Gaumenfreude noch einmal erleben. Arko, bereite das Gericht zu. Er kriegt gute Laune, wenn er etwas isst, das ihm schmeckt. Ich würde mich sehr freuen, Herr Goliath, ein Deichsteinpilzgericht für dich zuzubereiten. Okay, bin gleich wieder da. Ich mache hier nur mal kurz hier die Feldarbeit, ne? Ich bin gleich wieder da. Keine Sorge, ich laufe nicht weg. So. Davon kann ich halt ein paar mehr machen, ne? Mit Fliegenpilzen, geil. Schön giftige Pilze reinmischen. Wenn mir das Kackviech verreckt. Aber die sind voll wertvoll. Vielleicht verkaufe ich die einfach, aber ich habe eigentlich genug Geld. Kaufen? Metall. Brennstoff. Verkaufen wir mal... Oh, der mag Steine. Du kriegst sie alle, Freund. Du kriegst sie alle. Ey, brauchst du nicht. Der Typ steht auf Steine. Der kann sich gerne Steine in den Arsch schieben, wenn er will. Hauptsächlich kriege ich das Geld dafür. Bitteschön. Und jetzt kaufe ich nämlich den Diamanten. Ich habe 399, du willst mich verarschen. So, ich habe einen fetten Diamanten, ich weiß nicht wieso, aber egal. Was für ein unvergessliches Aroma. Das ist sogar mehr wert als eine ganze Truhe voller Smaragde. Hier, ein paar Münzen für deine Unannehmlichkeiten. Anker lichten, ich bringe Herrn Bram nach Hause. Aber ich komme bald zurück. Ich möchte weiterhin von dir zubereitete Köstlichkeiten probieren. 10 Münzen. Das Zeug ist 100 wert. 100! Was für ein Arschloch. Was für ein kolossales Arschloch. Ich fühle mich verarscht. Naja. Ich bin auf jeden Fall all meine Steine losgeworden. Zu einem fairen Preis. So. Kürbis. Wenn der Mond schon gerade da war, ne? Kann man ausnutzen.
So, dann sammeln wir noch ein bisschen Steine. Wir müssen jetzt bis zur nächsten Aktion warten, ne? Mais. Ja, ich würde ihn gerne herschicken. 23%. Viele Aufträge scheint er nicht zu haben. Aber gut, dann sammle ich halt noch ein bisschen was. Und wisst ihr was, Freunde? Wir sehen uns einfach Wolken bewegen. Ach, man kann die Wolken bewegen. Lol. Hätte man mir auch eher sagen können. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.